Weihnachtsglückskeks Nummer 6. Es werden noch 18 weitere folgen. Wenn ich schlecht drauf bin, mache ich manchmal anderen eine Freude. Wirklich. Das klingt komisch, aber es gibt so eine Weisheit, die sagt, wenn man etwas möchte, soll man das für jemand anderen tun und dann kommt es auch zu dir. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass es mich wirklich glücklich macht. Ich mache das immer mal wieder, dass ich jemandem ein kleines Geschenk schicke oder eine Nachricht. Ganz überraschend, nicht diese Orgie unterm Weihnachtsbaum, wenn sowieso alle da sitzen und also du musst quasi. Also mit meiner Familie, wenn es keine Geschenke gäbe unterm Weihnachtsbaum, wow. Das wäre, glaube ich, krass. Jedenfalls etwas zu schenken. Und das geht hier überhaupt nicht darum, dass es was Wertvolles oder Kostbares sein müsste. Einfach etwas zu schenken. Ganz überraschend. Und wenn es nur eine Karte ist mit einem sehr, sehr liebevollen Inhalt, die du jemandem schickst. Und wenn derjenige sich dann bei dir meldet und dir zeigt, wie er sich gefreut hat. Das hat schon so manche Momente in meinem Leben erleuchtet, kann ich wirklich sagen. Und darum geht's doch. Und darum geht's vor allen Dingen in der Weihnachtszeit. Das ist die Zeit des Lichts. Also schau doch mal, wen du so erleuchten kannst, wenn du magst.